So, liebe Tabak- und Pfeifenfreunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu Teil 4 und auch dem letzten Teil von meinem Pfeifenexperiment. Ich freue mich über das Feedback, was ich dazu erhalten habe. Es freut mich ungemein, wie viele Anteil nehmen daran, wie viele sich über die Sache freuen oder auch mal Kritik äußern. Ja, freut mich auch, finde ich gut. Ich hatte einen kritischen Kommentar, auf den gehe ich nachher auch noch ein und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Heute, also zum Abschluss, ich kann euch schon mal zeigen, hier ist das gute Stück. So sieht sie jetzt aus. Ja. Ich habe versucht, nochmal vorher Bilder zu finden, ehrlich gesagt. Der Daniel Monheimer Rauch hatte darum gebeten, vielleicht nochmal vorher Bilder zu machen. Wenn ich was gefunden habe, lieber Daniel und alle, die euch dafür interessiert, nochmal hänge ich es hinten dran. Gut, ich komme jetzt zu den einzelnen Punkten. Erstes Mal war die Frage, was hast du für die Pfeife bezahlt? Ich habe bezahlt inklusive Versand 14,40 €. Ich hätte da sicherlich noch handeln können, denn der Mann hätte sie vermutlich weggeworfen. Ich glaube auch nicht, dass eine einzelne Pfeife mit Versandkosten auch noch der Moritz Merle oder so gekauft hätte. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich wollte gar nicht handeln, sondern mir ging es darum, dieses Experiment zu machen. Ich hatte Freude an so einem Video, Freude an so einem euch sowas vorzustellen, mit euch gemeinsam das zu machen, war ja für mich auch ein riesen Erfahrungsgewinn, den ich jetzt gemacht habe und den möchte ich jetzt noch resümieren und mit euch teilen. Also, bezahlt habe ich also knapp 15 € für die Pfeife inklusive Versand und dann musste ich ja leider, komme ich gleich auch noch drauf, neuen Zapfen kaufen. Habe ich in der Pfeifenecke machen können. Hervorragender Laden. Für alle, die etwas machen wollen, habe ich aber, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt. Und die haben sehr schnell und gut geliefert. Ich konnte das super schnell machen und habe dann für den Zapfen und den Versand von dem Zapfen, ich habe natürlich noch ein paar mehr Teile bestellt, aber habe da vielleicht noch mal 4 € für bezahlt. Also reden wir von 18, 19 €, die ich an Materialkosten hatte. Den Rest an Werkzeugen und so darf ich nicht rechnen, den habe ich eh immer zu Hause. Das habe ich mir irgendwann mal im Laufe der Zeit angeschafft. Jetzt gehen wir das Ganze einfach durch. Ich habe ja gestoppt, habe ich gesagt. Ich habe circa 5 Stunden gebraucht für die Aufarbeitung. Das geht sicherlich auch schneller, aber ich habe versucht, so viel wie möglich mit Handwerkzeug zu arbeiten, einfach um auch ein besseres Gefühl zu haben. Und vieles kann man auch maschinell gar nicht machen. Andere Sachen, wie zum Beispiel das exakte Bohren, das geht tatsächlich nur. Und ich würde mal sogar fast behaupten, eine Ständerbohrmaschine ist dann schon echt fast Pflicht. Also da ging mir auch der Stift, wie ich den Zapfen noch hingesetzt habe. Und das Polieren geht natürlich auch von Hand. Ich habe auch einen großen Teil von Hand hier gemacht. Zum Beispiel an dem Kopf habe ich keine einzige Maschine angesetzt, sondern alles von Hand gemacht. Aber beim Mundstück war schon eine so dicke Kruste drauf. Da war ich froh, dass ich meine Polierscheiben hatte. Sonst kriegt man sie auch nicht ganz so glatt. Und jetzt, wo ich sie zweimal geraucht habe, ist sie auch schon nicht mehr ganz so glänzend. Ja, was habe ich gemacht im Einzelnen? Ihr konntet es sehen. Ich habe den Kopf gereamt. Da bekam man vorher noch nicht mal mehr den kleinen Finger rein. So voll war die Kruste. Da habe ich allein schon am Reamen echt eine Zeit verbraucht. Habe also die Kruste entfernt. Dann habe ich den. Ich ziehe es mal hier raus, das Mundstück. Dann habe ich den Rauchkanal auf 4 mm aufgebohrt. Auch da ganz normal von Hand, Handarbeit, kein Ding. Dann ja, habe ich dieses Wasserbad gemacht, was ihr gesehen habt. Habe die Pfeife einmal komplett richtig durchgewaschen. Habe hier oben den Rand mit dem Akkupatz abgeschmirgelt und damit die Schmauchreste entfernt. Und das ist mir sehr gut gelungen. Ich habe das Licht mal ein bisschen so aufgebaut, dass ihr seht, ja, da ist noch eine ganz kleine, wirklich verkohlte Kruste an dieser Stelle. Ansonsten ist das alles weg. Und auch der Innenraum, jetzt nach zweimal geraucht, aber der ist wie neu, wie tadellos. Dann habe ich ja, die Salz-Alkohol-Methode angewendet. Habe ich euch auch gezeigt. Kopf mit Salz gefüllt. Alkohol dazu. Ich habe immer wieder Alkohol nachgekippt an dem Abend. So lange, bis es hier vorne wieder rausgelaufen ist. Das heißt, also auch der Rauchkanal war schwer mit Alkohol getränkt. Und das habe ich so stehen lassen. Ich habe nichts daran gemacht. Einen Tag lang stehen lassen. Ich wollte, dass das komplett durchtränkt ist.
Und ich habe ja auch, bevor ich die dann wirklich wieder unter Rauch genommen habe, sind ja auch 4 Wochen ins Land gegangen. In der Zeit konnte die auch wieder gut durchtrocknen. Also da braucht ihr keine Angst haben. Ruhig Alkohol rein. Was natürlich ein bisschen praktisch ist, wenn ihr Alkohol verwendet an den Pfeifenköpfen, an so einem gewachsten wie hier dem, wenn es außen drüber läuft, dann wischt es weg. Lasst es nicht drauf stehen und dann entsteht da auch überhaupt gar kein Problem. Ich hatte hier an dieser Stelle so eine Art Tintenfleck. Ihr könnt euch erinnern, vielleicht so einen blauen Fleck, was ich gar nicht genau wusste, was das war. Das sah schon fast aus wie ins Holz eingezogen. Der ist im Waschvorgang nach ein bisschen Reiben und Polieren darüber ist das weggegangen. Danach habe ich schlicht und ergreifend eine Wachspaste genommen, die man im Baumarkt bekommen kann. Da ist Canova-Wachs drinne, Hauptbestandteil, aber halt eben auch andere Weichmacher, etwas, was ein bisschen reinzieht. Das heißt Weichmacher, Blödsinn. Aber einfach Öl, was sich damit verbindet, was dann ein bisschen in das Holz zieht. Das habe ich hier drauf gemacht, habe das eine Zeit lang reinziehen lassen und habe das dann von Hand ganz einfach mit einem Mikrofasertuch abpoliert. Habe nachher noch, das sieht man jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich sie auch schon zweimal geraucht habe und schon ein paar Mal in der Hand hatte, dann mit einem Shiner drüber gezogen. Und dann war das wie Lack, wie nagelneu. Da fehlt gar nichts. Hier sind auch schön die Aufschriften wieder zu sehen. Ja, Savinelli 111 KS. Und hier drüben auch Savinelli Deluxe Melano. Das ist also wie neu geworden. Der Kopf war das kleinere Problem. Das war ungefähr ja, etwas mehr als eine Stunde, gute Stunde Arbeit. Das sicherlich deutlich größere Problem und das ohne Frage. Und das Ganze zu beantworten war das Mundstück. Also, ich habe mir natürlich auch, ich Depp, habe mir das eingehandelt, dass ich mir den Zapfen abgebrochen habe. Aber ich habe mich nachher ein bisschen belesen darüber, das ist nicht so ungewöhnlich. Ich hatte die Zange noch gar nicht richtig zu, ich habe überhaupt keinen Druck aufgebaut und da ist das abgebrochen. Und dann habe ich mich mal ein bisschen belesen und habe festgestellt, dass das bei Ebonit halt eben so ist, dass der Kunststoff mit der Zeit wirklich regelrecht aushärtet und schon brechen kann wie Glas. Das ganze Mundstück ist davon meistens nicht betroffen, es sei denn, es fällt unglücklich runter. Aber so dünne Stellen wie der Zapfen sind dann halt ganz, ganz gerne Brecher. Dann bin ich hergegangen, habe das Ganze ja geklebt, das habt ihr auch gesehen, habe eine Hülse rumgemacht, habe diese Schlauchschelle rumgemacht, habe das Ganze aufgebohrt, Schlauchschelle entfernt, Hülse entfernt. Ich Depp, ja, das war auch mein Fehler. Und das hielt prima, das sah super aus. An den Schleifbock gegangen, weil ich wollte die Kruste runterkriegen. Dann habe ich das natürlich am Schleifbock so gehalten. Ja, was ist passiert? Das Bruchstück ist natürlich wieder rausgefallen. Das Ganze ist mir noch zwei, dreimal passiert. Ich habe es nicht geklebt gekriegt. Es war unmöglich. Diese Klebekante ist einfach viel zu klein. Das habe ich gelernt. Das könnt ihr vergessen. Ihr könnt vieles an Pfeifen kleben. Ihr könnt den besten Kleber verwenden, der macht wirklich vieles gut. Aber eine so schmale Kante, wie sie hier die Abbruchkante war, das kriegt er nicht mehr hin. Dafür ist die Belastung einfach auch beim Eindrehen in den Kopf und beim Verwenden von den Filtern und so weiter einfach zu groß. Das schafft er nicht. Also, ergo, was musste ich machen? Ihr habt es gesehen im letzten Video: Zapfen abschneiden. Habe ich mir mit der Schieblehre ausgemessen, wie groß muss es sein? Loch gebohrt. Den Zapfen reingesetzt, da kommt jetzt die Frage vom Rainer Düßmann zum Beispiel. Ich habe schlicht und ergreifend beim ersten Versuch den Zapfen genommen, bisschen Sekundenkleber drauf und wollte den reinstecken. In der Zwischenzeit, wo ich den reinsteckte, weil das ja auch schon stramm sitzt, das Stück, ja, hat der Sekundenkleber auch schon gezogen. Und da habe ich ja, da habe ich das Video abgebrochen, geschimpft vor mich hin und habe mit der Zange wie irre an dem Zapfen gezogen. Ich habe ihn losgekriegt. Hab das Ganze mit einer Feile wieder gesäubert, habe hier innen drin die Bohrung wieder gesäubert und dann habe ich beim zweiten Anlauf, den habe ich dann nicht mehr gefilmt, einfach nur in wirklich ein Mini-Tropfen von dem Sekunden, ein Mini-Tropfen. Also das Geringste, was man aus der Dose rauskriegt, ganz dünn an einer Stelle drauf gemacht und sofort reingesteckt. Und so ist er bis heute. Das ist das Ergebnis und der kommt auch nicht mehr raus. Er steckt auch so schon von Natur aus stramm. Und dann war natürlich, das Spannende war, dass ich wirklich die alte Bohrung exakt benutze. Dafür müsst ihr, wie ich es auch erklärt habe, wirklich, wenn ihr sowas machen wollt, Zehntelmillimeter für Zehntelmillimeter größer werden.
in den Bohrungen. Weil sonst, wenn ihr da, sage ich mal, gleich von 6 auf 8 aufbohren wollt, dann verlauft ihr und dann kriegt ihr das Mundstück nicht mehr perfekt drauf. So, jetzt habe ich hier meinen 6 mm Filter. Dann kann ich hier reinstecken und dann kann ich das zusammendrehen und dann ist dann eine Pfeife. Wie ihr seht, hier, ups, zu weit gedreht, der Übergang, alles tadellos, wie es sein sollte. Ja. Der Biss, der war auch zu sehen, der war extrem schlecht, der war richtig zu. Jetzt ist das ein schöner Schlitz geworden. Ich habe da einfach mit einem 2,5er Bohrer ein bisschen hin und her gemacht. Also ich habe ihn nicht tiefer gebohrt, sondern einfach nur das Loch aufgeweitet. Und dann habe ich gesehen, dass der Kanal im Mundstück auch zu war. Und den habe ich dann auch noch sauber gemacht. Der kann natürlich auch von meiner Verwendung mit dem Natron und Zitronensäure so voll gewesen sein. Der Kopf, das weiß ich nicht mehr. Ja, und dann habe ich alles aufpoliert, habe es nochmal von Hand nachpoliert, Pfeife gestopft, den Tabak entzündet und erstmal war alles gut. Und irgendwann stellte sich mit der Zeit, da habe ich gedacht, nein, das kann jetzt nicht sein. Das kann nicht sein. Das schmeckte nach Schwefel. Und dann habe ich hinterher überlegt, dann war mir klar, ich habe zwar hier innen drin den Rauchkanal im Mundstück mit Alkohol gereinigt, prima, richtig Alkohol durchgezogen, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, da den Schwefel zu entfernen. Und so ist der durch die Feuchtigkeit im Tabakrauch, ist der wieder etwas angelöst worden und mischte sich dann schön im Geschmack drunter. Das ist ekelhaft. Also wieder alles auseinandergebaut. Also den Tabak habe ich dann ausgeschüttet, auseinandergebaut und dann mit dem Bekannten, was ich euch schon öfter mal gezeigt habe, Pilzmehl, Paraffinöl, Paste angerührt, auf den Pfeifenreiniger drauf und durchgezogen. Durchgezogen, einen Pfeifenreiniger nach dem anderen, immer durch und irgendwann, am Anfang waren die ganz braun und nachher wurden die immer besser. Dann habe ich schlicht und ergreifend alles das, was ich außen beim Mundstück mache, auch innen gemacht, habe Restopolierpaste durchgezogen, ein paar Mal, habe Ballistol durchgezogen, ein paar Mal, habe auch Paraffinöl, Natur einfach nochmal durchgezogen. Ich habe alles durchgezogen, was ich hatte, bestimmt 15 bis 20 Pfeifenreiniger verbraucht. Und jetzt schmeckt sie auch neutral. Habe sie danach nochmal entzündet. Jetzt heute Abend, um es euch zu zeigen, habe ich es nicht entzündet, aber habe danach nochmal Tabak angesteckt. Und jetzt hat sie auch diesen Geschmack nicht mehr. Natürlich schmeckt sie nicht wie eine neue, ist ganz klar. Beziehungsweise rede ich natürlich von einer neuen ohne Einrauchpaste. Mit Einrauchpaste hat man ja meistens auch einen etwas anderen Geschmack. Hier drin ist schon mal geraucht worden und das kriegt man nicht tausendprozentig raus. Aber mit der Zeit denke ich, wenn ich jetzt hier immer ja, ein bisschen einen leichten Aromaten oder sowas darin rauche, merkt man davon eigentlich gar nichts. Also die Bedenken, dass ihr den Geschmack dann in den neuen Tabak mit überführt, ein wenig davon ist zu schmecken, aber ich vermute, für mich kann das ja auch mal beobachten, das wird mit der Zeit noch weniger werden. Ich muss mich ja auch erst an den 6 mm Filter gewöhnen, hatte ich ja auch noch nicht. Und das ist ja auch ein reiner Meerschaumfilter, da bin ich ja schon darauf hingewiesen worden von Leuten, die es wissen müssen, dass ja, die nicht ganz so praktisch sind, dass es da bessere Filtermethoden gibt. Und das werde ich dann ausprobieren. Und wenn ich dann irgendwann eine Richtung gefunden habe, dann rede ich noch mal kurz darüber. Das war mein Bericht zur Pfeife. Lieber Erno, das hier geht auf dich. Meine schöne Latzhose. Der hat sich beschwert, dass er mich in der Latzhose gesehen hat. Und ich kann euch sagen, ich ziehe fürchterlich gerne Latzhosen an. Das ist nur meine Meinung dazu. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, natürlich habe ich was vergessen. Und zwar bin ich dann halt eben genau bei diesem Kritikpunkt, den ein Zuseher von mir gemacht hat. Ich hoffe, dass er noch nach wie vor zuguckt und dann auch mit meiner Antwort jetzt zufrieden ist. Es gibt noch weitaus schwierigere Fälle. Ja, natürlich gibt es die. Überhaupt gar keine Frage. Also hier, die war jetzt einfach nur richtig dreckig und die war nicht mehr rauchbar. Also definitiv nicht. Nicht nur, dass man hier oben kaum noch Tabak reinbekommen hat, sondern dieser Holm war weitestgehend zu und hier hinten war alles zu. Und hier selbst der Schlitz war ja nicht mehr vorhanden, da war nur noch eine kleine Lücke. Die war nicht mehr rauchbar und das ohne Wenn und Aber. Die musste übelst aufgearbeitet werden und ich befürchte, dass wenn ich sie nicht gekauft hätte und ihr das gemacht hätte,
sie einen langsamen, aber grausamen Tod gestorben wäre. Deswegen denke ich, habe ich trotzdem irgendwie alles richtig gemacht damit und bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es gibt natürlich so Sachen wie ein Holmriss. Wenn ihr sowas kauft, ich kann es nur, also wer das auch mal nachmachen möchte, vielleicht hat der ein oder andere Spaß gerade gefunden und hat gesagt, jo, möchte ich gerne nachmachen. Bei den Bildern, die ich bekommen habe, von, als ich die Pfeife gesehen habe, konnte ich nicht wirklich erkennen, ob die einen Holmriss hat oder nicht. Ich habe die auf Risiko gekauft, ist aber bei 10 Euro plus Versand jetzt kein so hohes Risiko. Aber natürlich ist ein Risiko dabei. Holmriss heißt, dass hier irgendwo das Holz vielleicht so leicht aufgesplittert ist oder so. Dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ein richtiger Pfeifenmacher, der würde hergehen, würde diesen Riss verkleben und würde den zuspannen. Vielleicht auch mit einer Schlauchschelle oder mit einer entsprechenden Bastlerzwinge dazu. Und dann würde er hergehen, würde das Ganze hier anfräsen und einen Ring drum setzen. Das würde ich mir auch noch zutrauen, das würde ich auch machen. War aber jetzt nicht meine Intention. Ich wollte eine Pfeife reinigen und wieder rauchbar machen und nicht einen Holmriss reparieren. Das können andere viel besser zeigen. Machen würde ich das allerdings auch. Dann gibt es noch zwei Punkte, da würde ich dann auch nichts mehr machen. Das eine ist, wenn das Mundstück durchgebissen ist, man kann das auch wieder reparieren. Ja, ich habe das einmal gehabt, dass ein Mundstück zu mir gekommen war, das leider einen kleinen, das von dem immer wieder reinschieben vom Pfeifenreiniger an einer Stelle etwas durchgeschlissen war und einen kleinen Spalt frei gab, immer wenn ich einen Pfeifenreiniger durchgeschoben habe. Habe ich das Weiße oben in dem Schlitz gesehen. Das heißt, die habe ich damals noch dem Christian Oehme eingeschickt und der hat mir diesen Schlitz zugemacht. Dann kann also aus dem Staub von dem Kunststoff mit entsprechender Klebemasse eine Masse anrühren, die man dann da reinbringt und dann das Ganze nacharbeitet. Das geht schon. Ich würde das zu Hause eigentlich nicht machen. Das lohnt sich bei den wenigsten Mundstücken, bei so einem Standardmundstück schon mal gerade gar nicht. Da würde ich einfach hergehen, ein neues Mundstück drauf anpassen. Fertig. Ja, nur das nur zu dem Hinweis. Und das andere ist, was in meinen Augen dann wirklich auch keine Reparatur mehr rechtfertigt, selbst von dem besten Profi, wenn ihr einen Durchbrenner habt. Ganz schlimm ist natürlich, wenn das schon ganz hier außen ist, wenn das einfach hier durchgebrannt ist und hier kann man in die Pfeife reingucken. Das ist doof. Und das auch dafür gibt es Methoden, ja. Man kann das Holz an der Stelle auffräsen oder aufbohren und kann einen entsprechenden Stopfen reinstecken. Aber das wird ja nie wieder so sein, wie es war. Und diese Pfeife hat auch eigentlich ihren Dienst geleistet. Das ist meine Meinung dazu. Es mag Pfeifen geben von, was weiß ich, von Tao Nielsen oder so, wo auch dann kleinste Durchbrenner nochmal bearbeitet werden. Aber Leute, das weiß ich nicht. Vielleicht sollte man die einfach dann auch in Ruhe lassen. Ich weiß es nicht. Dann sind sicherlich gemeint hier innen drin Durchbrenner. Auch die konnte ich nicht erkennen, hätte ich nicht erkennen können. Weiß aber, und das möchte ich zum Schluss noch mitgeben, ich habe mich ganz bewusst für eine Savinelli entschieden. Erstens, weil ich die Marke mag und Italiener sowieso mag. Aber zweitens auch, weil ich weiß, dass die auch heute noch sehr, sehr gutes Holz verwenden. Und ich bei denen noch nie Gefahr gelaufen bin, dass das sich irgendwo seitlich einbrennt. Ich habe jetzt einige Savinelli-Pfeifen auch gebraucht gekauft und ich habe mit noch keiner einziger ein Problem damit gehabt. Deswegen war ich mir relativ sicher, dass das hier auch nicht der Fall ist. Und siehe da, ich habe sie geriemt und ich habe auch drin rumgekratzt und geklopft und es ist nirgendwo was rausgefallen. Also ein Durchbrenner muss nicht immer auch hier außen sichtbar sein, sondern der kann einfach seitlich auch sich reingraben und dann wird es halt auch doof. Dann ist über kurz oder lang die Pfeife hin und der Geschmack ist auch nicht mehr da. Das waren also die Punkte. Es gibt tatsächlich schlimmere Pfeifen. Man sollte sich dann allerdings wirklich sehr, sehr gut überlegen, ob man das nochmal zur Hand nimmt. Der Olaf Langner könnte da vielleicht nochmal was mitmachen oder jemand anderes. Aber für mich wäre es dann nichts mehr. Also so in diese Kategorien schwindelregenden Höhen wollte ich dann mit meinen Pfeifen nicht mehr aufsteigen. Hier dann der, habe ich richtig Spaß. Ich danke euch, dass ihr bei dem Projekt dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Macht's gut.